Die radikal-islamistische Houthi-Miliz greift immer wieder Frachtschiffe im Roten Meer an. Um diese wichtige Handelsroute zu schützen, entsendet die internationale Gemeinschaft Marineschiffe in die Region. Auch Deutschland beteiligt sich nun mit der Fregatte Hessen an der Mission. Die USA greift bereits Stellungen der Houthis an von einem Flugzeugträger aus. Ein Kampfjet der US Air Force beim Start im Roten Meer. Sein Ziel, Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen. Stationiert auf dem Flugzeugträger USS Dwight Eisenhower sollen die Kampfjets die Handelsroute durch den wichtigen Seeweg sichern, indem sie die Angriffsposten der Islamisten ausschalten. Wir haben die Ziele, die wir im Visier hatten, zerstört. Damit ist die Fähigkeit der Houthis geschwächt, unbemannte Drohnen und Antischiffsraketen abzufeuern. Außerdem zielen wir auf die Radaranlagen der Rebellen, sodass sie ihre potenziellen Ziele nicht mehr ausspähen können. Eine hochgefährliche Mission. Die Besatzung aus rund 7000 US-Soldatinnen und Soldaten ist in permanenter Alarmbereitschaft. Denn auch die Marineschiffe werden von den Houthis angegriffen. Mit den Attacken im Roten Meer will die militant-islamistische Houthi-Miliz ein Ende der israelischen Militäreinsätze im Gazastreifen erzwingen. Immer wieder beschießen oder kapern sie Frachtschiffe, wie hier die Galaxy Leader. Die Angriffe der Houthis haben die internationale Gemeinschaft auf den Plan gerufen. Die EU will für die Mission Aspides mehrere Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme entsenden zum Schutz vor Angriffen mit Raketen und Drohnen. Auch Deutschland beteiligt sich an der Mission. Die Fregatte Hessen ist bereits von Wilhelmshaven aus auf dem Weg zunächst ins Mittelmeer. Sobald der Bundestag und die EU-Außenminister das Mandat beschließen, wird sie ihre Reise in das Kampfgebiet im Roten Meer fortsetzen. Zudem, nach Einschätzung der Marine, ernsthaftesten Einsatz deutscher Seestreitkräfte seit vielen Jahrzehnten. Neu dabei sei die Bedrohung durch Drohnensysteme. Die direkte Bedrohung für Schiff und Besatzung sind ganz klar greifbar, sagt der Inspekteur der deutschen Marine Jan-Christian Karg und ergänzt, wir haben zusätzliche Bewaffnung an Bord gebracht, wir haben Drohnenabwehranlagen an Bord gebracht, wir haben trainiert, um sie besser zu erkennen. Wenn der Einsatz vor Ort beginnt, werden die Soldaten an Bord in zwei Teams geteilt. Eines von ihnen ist dann immer auf Gefechtsstation rund um die Uhr. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.